Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, ich war gerade im Hintergrund ein bisschen am Gucken, weil da liefen irgendwelche komischen Viecher rum. Aber genau da müssen wir hin. Ich bin mir jetzt gerade nur nicht sicher. Silberschwert. Ich habe, glaube ich, die falsche Taste eben aus Versehen gedrückt. Hallöchen. Ja. Na komm schon. Tollwütige Hunde. Okay. Ghule haben die Gräber aufgemacht und der Verwesungsgeruch hat Wildhunde angezogen. Aber weder Ghule noch Hunde rauben Kinder. Ja. Also wir sind, ich bin mir gerade nicht sicher, ob immer noch oder ob das neu ist mit der lustigen Witwe. Ob wir das in der letzten Folge schon hatten oder noch nicht. Es ist schon wieder zu lange her, ehrlich gesagt. Jetzt war Karneval noch dazwischen. Ich habe mir mal ein paar Tage, naja, nicht direkt frei gegönnt. Ich habe viele andere Sachen noch gemacht, die ich noch aufarbeiten musste. Ausgegraben, aber ohne Werkzeug. Was sagt uns das? Hallo? Gerald? Was sagt uns das jetzt? Moment, da waren gerade wieder Spuren. Mit einer Hacke? Nein, hier sind Klauenspuren. Das heißt, die Hunde haben die ausgegraben? Ich gehe mal nicht davon aus. Gucken wir mal da drin. Moment, da ist noch eine Kiste drin. Ach, ja, Mann. Wieso drücke ich jetzt schon wieder? Das ist das Problem, wenn man ein Spiel die ganze Zeit spielt, Harry Potter, also Hogwarts in dem Fall. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Hallo? Bin ich jetzt gefangen? Geht's noch? Und da dann immer spezielle Tasten drückt und ja, dann ein anderes Spiel spielt und Ausgegraben, andere aber Tasten. ohne Werkzeug. Beziehungsweise die gleichen Tasten drückt, aber die etwas anderes bewirken, das wollte ich sagen. Oh Gott, ich komme hier total durcheinander. Ich muss hier auf Geralt hören. Ich muss gucken, was eigentlich los ist. Anzünden. Bringt nichts, ne? Ja, dachte ich mir schon. Aber der sagt jetzt wieder, ich soll nach vorne gehen. Hier ist schon wieder was. Ah. Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden. Aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Das kann ich dir nicht sagen. Moment, das geht hier rum, ne? Hallo, du sollst darüber. Kann der nicht rüberspringen? Echt jetzt? Ist das dein Ernst, dass der da jetzt nicht rüberspringen kann? Oder war das, weil ich da. Nee. Ah, an dieser Stelle geht's. Muss ich nicht ganz verstehen. Jetzt habe ich den Geruch nicht mehr. Ah, Moment, doch da. Da, da. Ich nehme mal an, dass ich da hinten zu diesem Tier oder was das ist hin muss. Ja. Ja, darum. Ach, das ist ein Bär. Okay. Hallo? Darfst auch gerne richtig springen. Okay, ich darf nicht gleichzeitig die Hexersinne betätigen. Okay. Links rum. Na, na? Da rein. Okay. Boah, jetzt habe ich vergessen, was das war. War das das? Dank. Ja, doch. Kinetische. Jetzt zeigt das auch an. Okay, wieso habe ich. Ach, die habe ich eben drin gehabt. Ich habe gar nicht das eine drin gehabt. Na gut. Nein.
Stimmt, das war noch von einer anderen Quest. Magische Falle, Schutzschild. Das wollte ich ja eigentlich drin haben. Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Okay. Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Da hat jemand gekocht. Du sollst es anzünden. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Vielleicht wollen ja noch weiter essen. Moment, da war noch was? Nee, das ist doch das Gleiche, oder? Die Kreatur benutzt Werkzeug. Ja. Also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Nu? Um den Schlupfwinkel zu erkunden, ja. Aber davor haben wir jetzt hier nichts mehr. Ja, Geralt. Und nu? Ich meine, ich sehe nur die zwei Sachen jetzt. Ach so, Moment, da hinten. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss ein Gruftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Da kriege ich es. Okay. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Okay, ein Gruftweib. Dann schauen wir doch mal im Glossar nach, beziehungsweise im Bestarium. Gruftweib. Kann man das eigentlich? Ja, kann man auch mit den Pfeiltasten. Da. Irden-Zeichen. Irden und Quen. Irden und Quen. Okay. Das heißt, Irden ist die magische Falle und Quen ist das Schutzschild. Ja, Schutzschild hätte ich jetzt ehrlich gesagt am liebsten. Ich bleib mal erstmal beim Schutzschild. Wenn es gar nicht geht, dann versuche ich nochmal die magische Falle. Bleibt der denn hier immer hängen? So, ich reite jetzt erstmal zum Ort, wo wir hin müssen. Und ich denke mal, dass ich dann die Nacht machen muss. Plötze? Stehst du jetzt im Haus drin? Ach, da. Geht das auch mal ein bisschen schneller, Plötze? Die Leute warten doch. Mein Gott. Naja, gut, mit so viel Ballast hier an den Seiten kann ich es verstehen. Und ich denke mal, dass wir wahrscheinlich auch die Nacht erstmal herbeimeditieren müssen. Und ja. Dann schauen wir mal, was wir mit dem Viech machen. Los, los! So, kaum sind wir da. Habe ich hier schon was Rotes gesehen, was jetzt aber weg ist, oder was? Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie auf Stichwort. Boah. Trifft aber gut. Ja, jetzt weich doch mal aus. Komm, ein letzter Schlag, Mann. Ach Gott. Okay.
War das jetzt der Kopf? Haben wir eine Trophäe bekommen? Ich weiß gar nicht mal, worum es ging. Keine Ahnung. Hol dir die Belohnung beim Totengräber ab. Der müsste hier direkt um die Ecke stehen, rein theoretisch. Reiten wir doch mal direkt ins Dorf. Gucken, ob der überhaupt noch wach ist. Was ist? Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Blöde Frage. Das Kind ist tot. Och, das dachte ich mir. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Ja, sehr schön. Dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Ich gehe schon mal zu Blitze rüber. Was haben wir denn noch für Aufgaben hier? Die Sachen können wir, glaube ich, noch nicht weitermachen. Alle verbleibenden Spuren in Wählen und finde die Frau des Barons. Dazu musste ich doch erst das hier machen, meine ich, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nur das können wir ja im Moment noch nicht. Nebenquest. Schauen wir mal, was haben wir denn überhaupt? Stufe 9,5. Flüsterhügel ist das, was wir nicht hinkriegen. Obwohl es angeblich ab 5 machbar ist, aber das kann man vergessen. Sammle sie alle. Ja gut, das macht man mal so nebenbei. Auf der Fähre. Während der Hexer sich die Scherben, durch die Scherben streifte, Novigrads schlimmstes berücktes Abendviertel, nahm er den Auftrag, ein Monster zur Stecke zu bringen. Dass die Geschichte, die in der Gosse einen Anfang nahm, in einem luxuriösen Anwesen enden würde. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen. Immerhin ist das Stufe 11. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Ich habe da ja keine besonders guten Erfahrungen mit, Sachen zu machen, die über der eigenen Stufe sind. So, wo müssen wir denn da hin? Auf der Fähre. Dann gehe ich mal hier zum Platz. So. Meine Schwiegermutter ist ein alter Succubus. Den Lebenswillen aus. Hilf einen armen Kerl! Fließen fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Hexenraum. Seht, leichenblasses Gesicht, tierhafte Augen. Die Magie macht aus einem Menschen einen Bastard. Wer ist das denn für ein komischer Kerl hier? Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant? Eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxel, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Kenner. Ja, sowas erlebt man dann unterwegs. Grüße von meiner Mama. Ja, Grüße zurück. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die... Upsa. Also es gibt tatsächlich manche Sachen, die man unterwegs hört oder sieht, die darf man einfach nicht rausschneiden. So, der sollte es normalerweise sein. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute.
Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Das ist ja toll. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Ja, hört sich doch sehr nett an. Danke. Bis dann. Da vorne rechts im Schuppen, hat er, glaube ich, gesagt. Das dürfte dann der hier sein. Nehme ich mal an. Ja. Hallo, geh da rein. Was haben wir denn hier? Bier, sehr schön. Und die Leiche. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Okay. Wieso? Ah, jetzt darf ich die Leiche. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Ein Vampir? Hallo? Gibt's jetzt hier auch noch Vampire? Ich meine, ich hatte mal irgendwo was gelesen, glaube ich, im Bestarium von Vampiren, aber... So, jetzt den gleichen Blutspuren quasi wieder folgen und zurück. Nee, nicht ganz zurück. Das sind doch jetzt nicht die Spuren, oder? Okay. Der Wind heult. Hier. Und da muss ich jetzt auch rüberschwimmen, oder was? Sieht fast so aus, ne? Da ist auch ein Blutfleck, den kann man aber nicht untersuchen. Aber der zeigt mir nicht an. Ich soll... Aber da sind doch die Spuren. Da sind doch überall die Spuren im, auf dem Steg. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich soll anscheinend irgendwelchen anderen Spuren folgen. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Muss ein Ekima sein. Nein, dein Ernst jetzt. Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Entschuldigen Sie, ich muss hier mal durch. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Na jetzt, geht doch. Toll. Da war ich richtig, aber ich hätte am Anfang einmal drücken müssen. Das finde ich doof, dass sich das da nicht einfach aktualisiert oder so. Okay.
Nehmen wir doch mal die ganzen Sachen von den Dorfbewohnern mit. Also, das war jetzt nur... Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Okay, lassen wir die erstmal kämpfen. Ich möchte gerne erstmal die Sachen einsammeln. So. Geralt, Vorsicht! Sie ist stark! Komm schon! Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Okay. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Ja, er hat's ja eben eingesammelt, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ich stoße später dazu. Wartest du auf mich? Gut, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der jetzt... Ah nee, wir haben aber noch andere Sachen, die wir nehmen können. Ja, wir können uns das doch nicht entgehen lassen, hier erstmal alles zu plündern. Ah, siehst du, er hat's nicht angenommen. Geralt, ich verstehe dich nicht, ganz ehrlich. Ich tippe drauf, dass du die Sachen einsammeln sollst und du lässt die einfach alle liegen. So, jetzt können wir uns aber auf jeden Fall auf den Weg zurück machen. Sehr schön. Das war auf der anderen Seite, genau. Wo will der denn jetzt mit mir hin? Hä? Sag bloß, hier gibt's eine Brücke. Nee, ernsthaft? Och, Leute. Nee, hätte ich doch direkt über die Brücke reisen können. Na toll. Also, wir sehen uns gleich bei Lambert wieder. Hey. So. Das ist er, ne? Ja. Holen wir uns die Belohnung. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Ja, soll sich schon beruhigen. Lambert, beruhige dich. Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden.
Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Ich brech dir die Knochen! Fehler! Ja, war wohl nichts mit Knochenbrechen, ne? So, noch was? Ich hätte vielleicht doch lieber nachfragen sollen, wer das ist. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, wenn ich sage, er soll sich beruhigen, dass das dann die bessere Alternative ist, aber... Sind aber beides Tore nach draußen, ne? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Zum Teufel, genau. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Okay. Also, das ist nichts, womit Geralt eigentlich zu tun haben möchte. Ich auch nicht nebenbei bemerkt. Ich will das nicht anmachen, ich will dazwischen gehen, Mann. So, geht doch. Haben wir da hinten noch was? So, dann mal schnell raus, bevor die Wachen kommen. Das dürfte hier sein, ja. Ja, und da diese Folge aber schon sehr lange geworden ist und ja, quasi in eine neue Quest gemündet hat, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.